Und damit herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch 3, der schlafende Drache. Wir sind Glastonbury und... Steuerung? So war Steuerung. Stimmt, ich brauche die Maus ja gar nicht. Oh Mann, hab ich ja komplett vergessen. Und wir müssen jetzt Bruno suchen, der uns hier diese... Oder der diese nette Postkarte dort hinterlassen hat. Ist er vielleicht dann... Ja... Ist ja vielleicht das hier. Guten Morgen. Das sagt sich leicht für Sie, nicht wahr? Wieso? Ist der nicht gut? Nein, Sir. Überhaupt nicht. Was ist denn so schlimm daran, wenn ich fragen darf? Das würden Sie nicht verstehen. Vielleicht doch. Unmöglich, Sir. Es sei denn, Sie sind Vater. Und das sind Sie nicht, oder? Nein, aber woher wussten Sie das? Sehen Sie mal in den Spiegel. Unreif, keine Sorgenfalten. Optimistische Ausstrahlung. Ja, wenn ihr das sagt, dann wird das wohl stimmen. Also was kann nur ein Vater verstehen? Ich könnte es Ihnen sagen, aber Sie würden es nicht begreifen. Möglicherweise doch. Ich habe mal Urzeitkrebse aufgezogen. Komplizierter kann das auch nicht sein. Also gut. Haben Sie vom alljährlichen Glastonbury Festival für Populärmusik gehört? Das Glastonbury Festival für Populärmusik? Eins der populärsten Festivals für Populärmusik, die es in der Populärmusikwelt gibt. Meine Tochter Melissa ist dieses Jahr hingegangen. Gegen meinen Wunsch, versteht sich. Sie sind kein Freund von Musikfestivals, nicht wahr? Mein lieber Junge, eine Horde halbnackter Jugendlicher taumelt entrückt im Takt hirnloser Musik herum. Zu essen gibt es nur Hippie-Fastfood, zu trinken verdächtiges Hexengebräu. Und alle stehen unter dem Einfluss halluzinogener Drogen. Ist das etwa Ihre Vorstellung von Spaß? Mir würde das gefallen. Wie bitte? Ich sagte, hat es Ihrer Tochter gefallen? Sie ist nicht zurückgekommen. Aha. Haben Sie mit der Polizei gesprochen? Das geht die Polizei nichts an. Melissa hat mich angerufen und gesagt, dass sie nicht mehr heimkommt. Sie hat von einer Nummer in Glastonbury angerufen. Sie muss noch hier sein. Und wenn sie sich mit jemandem eingelassen hat, ich habe meine Flinte im Land Rover. Flinte? Doppellauf, 30er Kaliber. Zur Vertilgung von Ungeziefer. Ja, dann geh doch mal auf Ungezieferjagd, würde ich sagen. Ich heiße George Stobbart. Ein Yankee, wie? Colonel Buckley, Rutland Lancers 3. Bataillon im Ruhestand. Irgendwie habe ich mir schon gedacht, dass Sie Soldat sind. Tja, man kriegt zwar den Kerl aus der Armee, aber die Armee nicht aus dem Kerl, was? Vielleicht lag es daran. Oder auch an der Aura von latent vorhandener Gewalt, die ihn umgab. Erkennen Sie das? Der Glastonbury Tor. Was wissen Sie über den Tor? Guter Platz für eine Artilleriestellung. Gut, okay, danke. Na, immerhin weiß er etwas darüber. Sagt Ihnen dieser Ausweis irgendetwas? Ihnen gehört er nicht. Hab den Kerl nie gesehen. Haben Sie den gefunden? Ja. Dann sollten Sie ihn auf dem Polizeirevier abgeben. Den Typen oder... Na gut. So, er marschiert jetzt also weiter rum und... Da oben ist übrigens ein Grafikfehler, der mich schon die ganze Zeit aufregt. Na egal. Auf jeden Fall, was können wir denn machen? Kommen wir hier... Nein? Schade. Okay, kommen wir hier rein? Hallo? Ist da jemand? Niemand ist zu Hause. Ist hier jemand? Hier sah alles verlassen aus. Yep. Gucken wir doch einfach mal weiter in dieser schönen Stadt. Ah, da geht's rein. Hallöchen. Wer auch immer du bist. Hallo, ich heiße George Stobbart. Willkommen in der Cosmic Fairy. Ich bin Tristram Hillage, der Inhaber. Kann ich Ihnen helfen? Ich will es hoffen. Hallo Tristram, wie ist die Lage? Glastonbury ist ganz schön mystisch, wie? Oh ja, fast unerträglich mystisch. Joseph von Arimathea ist hier gewesen. Ja? Die Legende von König Artus, Guinevere und Excalibur endet hier. Wahnsinn! Und der Tor, dieser hohe Hügel, ist der Eingang von Avalon, dem Land der Feen. Außerdem haben wir Kornkreise, UFO-Sichtungen. Sonst noch was?
Dann gibt's noch Geister, Höllenhunde, gespenstische Lichtschimmer. Okay, okay, ist mir mystisch genug. Ja, nee, der Typ, der ist... Ich weiß nicht, was der raucht, also... Wie läuft das Geschäft? Recht gut, danke. Wirkt ruhig hier. Sie haben den großen Ansturm gerade verpasst. Was sind Ihre Kunden eigentlich für Leute? Aufgeschlossene Sinnsuchende. Sind Sie auch auf Sinnsuche? Oh, ständig. Bei dem, was ich schon erlebt habe, bleibt mir kaum etwas anderes übrig. Verkaufen Sie solche Postkarten? Ja, einer unserer exklusiven Verkaufsschlager. Liefern Sie die auch an andere Läden? Nein. Das ist ja die Bedeutung des Wortes exklusiv. Ach wirklich? Wusste ich gar nicht. Offensichtlich. Wie kann ich Ihren Weg sonst noch erleuchten? Sagt Ihnen der Name Bruno etwas? Bruno. Nein, ich glaube nicht. Wirklich? Wirklich nicht. Sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Ich bin noch nie jemandem begegnet, der Bruno hieß. Anscheinend sind Sie da ganz sicher. Mir war sein Tonfall sofort verdächtig. Irgendwie habe ich das Gefühl, Sie sind nicht ganz ehrlich. Wo ist Bruno? Wo finde ich ihn? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Verlassen Sie meinen Laden, Sie lästiger Mensch. Ich gehe, sobald Sie ein paar Fragen beantwortet haben. Oh Gott, sind Sie etwa von der Steuerfahndung? Was? Nein. Ich bin zwar Anwalt, aber so tief bin ich noch nicht gesunken. Ja. Sagen Sie mir jetzt, wo Bruno ist oder nicht? Nein. Vergessen Sie nicht, Sie sprechen mit einem Anwalt. Mit einem amerikanischen. Das wird unsere hiesige Polizei kaum beeindrucken. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Kerl so schwer zu knacken sein würde. Habt ihr es eben auch gehört? Ich gebe Ihnen eine letzte Chance. Sagen Sie die Wahrheit. Hauen Sie ab. So kam ich nicht weiter. Deshalb war ich Patentanwalt und kein Strafverteidiger. Hey, da oben ist jemand. Unsinn. Alte Häuser knarren nun mal. Für wie blöd halten Sie mich? Da oben ist Bruno. Nein, ist er nicht. Ja, ganz sicher. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Nein, noch nie. Na gut. Gibt es dann hier sonst noch irgendwas? Oder ist ja eine Tür und eine Treppe nach oben. Ich wollte die Schautafel nicht mitnehmen. Schade. Können wir... Ich wollte die unheimlichen Büchlein nicht. Schade. Können wir hier einfach mal so... Hey, Kunden dürfen nicht nach oben. Klar. Deswegen steht da auch Private dran, ne? Du Depo. So, gibt's hier... Verzaubertes Avalon. Verse aus mystischer Zeit. Das sah spannend aus. Ah, Sie haben mein kleines Lebenswerk entdeckt. Tja, für ein Lebenswerk ist es tatsächlich ziemlich klein. Wie meinen Sie das? Es ist ein Gedichtband. Die gibt's in allen Größen. Hübscher Einband. Danke. Von mir gestaltet. Ich verlege mich selbst. Die großen Verleger haben keinen Sinn für Spiritualität. Was bedeuten diese Münzen? Josef von Arimathea bringt den Heiligen Gral. Artus und Guinevere werden begraben. Und der heilige Michael besiegt oben auf dem Tor den Drachen. Jede Silbermünze zeigt eine Szene aus der Geschichte von Glastonbury. Geschichte? Hörte sich eher nach Folklore an. Aus Silber, sagten Sie? Naja, versilbert. Ein guter Freund stellt sie für mich her. Da hat er sich wohl über Nacht verlegen, wa? Ach ja, Fantasy und so weiter ist eigentlich überhaupt nicht so mein Gebiet. Aber na gut, so, gibt's hier noch irgendwas Schönes? Da ist noch was, hier noch. Kommen wir vorne weiter, ja. Der Stern war ganz hübsch, aber ich musste ihn nicht haben. Nee. Du hast ja sowieso kein Geld, George. Ich wollte keins von den Büchern haben. Nicht meine Vorstellung vom Urlaubsschmöker. Nee, also Bücherlese im Urlaub geht auch überhaupt nicht. Ich war nicht hergekommen, um Postkarten zu schreiben. Im Ständer steckten Postkarten der örtlichen Sehenswürdigkeiten, das übliche Zeug. Aber plötzlich entdeckte ich einen Stapel der gleichen Karte, die ich im Kongo gefunden hatte. Ich war auf der richtigen Spur. Aber, wer schickt denn bitte eine Postkarte in den Kongo? Und welcher Briefträger trägt die bitte aus? Kommt ja auch mit dem Flugzeug und macht dann so ein paar...
Bruchlandung? Ich wollte die Schautafel nicht. Ach, du willst doch nie was. Miss Grangers Zaubertränke. Liebestränke, Geldvermehrungstränke, Wachstumstränke. Da stand auch etwas Kleingedrucktes. Für Nebenwirkungen oder Unwirksamkeit übernimmt Granger Publications keine Haftung. Offenbar haben selbst Hexen Angst vor Gerichtsverfahren. Hat Hermine sich jetzt selbstständig gemacht, oder was? Ich glaube schon. So. Kommen wir hier rein? Musizieren und Hausieren verboten. Keine Wurfsendungen. Die lasse ich lieber in Ruhe. Glaube ich auch. Kommen wir da rein? Wahrscheinlich waren die meisten Leute vormittags bei der Arbeit. Bestimmt. Und deswegen fahren ja auch keine Autos. Da vorne ist noch wer? Ich würde nicht gehen, bevor meine Aufgabe erfüllt war. Super. Dann lasst uns doch mal hier reingehen. Ich versuchte, die Tür zu öffnen. Die Tür war versperrt. Der Pub war noch geschlossen. Na toll. Wer bist du denn? Hallo, ich heiße Stobbart. George Stobbart. Wie faszinierend. Mit Doppel-T und Doppel-B? Ja, Sie würden staunen, wie viele Leute meinen, es hieße Stobbart mit D am Ende. Ich habe das Staunen aufgegeben. Eamon O'Mara. Sind Sie Ihre? Nein, ich stamme aus Hawaii, von den Maui O'Maras. Sie stammen nicht aus Hawaii. Stimmt, es war gelogen. Sehr scharfsinnig von Ihnen, mich zu durchschauen. Offenbar verfügen Sie über einen klaren, logischen Verstand. Also, was möchten Sie, Mr. Stobbart? Besichtigen Sie die Sehenswürdigkeiten? Ich recherchiere. Vor einem Pub? Ich recherchiere die Ausschankzeiten der hiesigen Pubs. In einem zivilisierten Land müsste man um diese Zeit einen Drink bekommen. Es ist 10 Uhr morgens. Eben. So dringend brauchen Sie doch keinen Drink, oder? Eine schwierige Frage. Analysieren wir sie bei einem Bier. Dafür ist es mir noch zu früh. Sehr weise. Ich werde wohl vorzeitig abtreten, meine Leber von Zirrhose zerfressen. Was soll's? Ist halt Berufsrisiko. Was machen Sie denn beruflich? Guten Morgen, hier ist Eamon O'Mara. Heute berichte ich aus der bezaubernden Stadt Glastonbury. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Natürlich haben Sie das nicht. Also Moment mal. Ich führe hier als irischer Vertreter der Medien Recherchen für meine neue BBC-Sendung durch. Sie machen eine Fernsehshow? Bravo! Der Kandidat hat 100 Punkte. Ich besuche Dörfer, interviewe die Einheimischen, probiere die einheimische Küche. Wie heißt die Sendung denn? Unterwegs mit Eamon. Hübsch. Und Ihr nächstes Thema ist diese Stadt? Da blitzt dieser klare, logische Verstand wieder auf. Stimmt's? Eamon O'Mara. Da muss ich dann mal gucken, ob es den wirklich gibt. Bin ich jetzt gespannt. Wie sind Sie beim Fernsehen gelandet? Per Zufall. Ich hielt gerade eine Lesung in einem Londoner Buchladen. Da wandert ein BBC-Produzent mit irrem Blick herein, zeigt auf mich, als wäre ich die Wiederauferstehung, und sagt, Sie sind's! Sie sind's! Ja. Also eigentlich sind Sie Schriftsteller? Werden Sie nicht unverschämt. Ich bin Dichter. Die Dichtkunst ist die Gabe der Götter an die Iren. Yeats, Wilde, Joyce... Bono. Treiben Sie es nicht zu weit. Ich habe die Seele eines Dichters, aber die Fäuste eines Mittelgewichtlers. Denk dran, Goethe war Dichter. Sehen Sie den Mann, der dort auf und ab geht? Den Armeetyp? Gegen solche Engländer bin ich allergisch. Ach ja? Wieso das? Wenn Sie ein paar hundert Jahre Zeit haben, erkläre ich es Ihnen gern. Er sieht aus, als wolle er jemanden umbringen. Ah, Sie fangen an, meine Allergie zu verstehen? Was halten Sie von der Stadt? Sie ist wie ein Vergnügungspark. Aber wo sind die Touristen? Keine Ahnung. Ist vielleicht keine Saison für Hippies. Was wissen Sie über diese Stadt? Die Pubs sind halbwegs anständig, wenn sie geöffnet haben. Oh, ich verstehe. Sie wollen die Feengeschichte hören, stimmt's? Feen? Sehen Sie diesen Hügel? Ja. Darunter wird König Arthurs Schwert Excalibur von den Feen bewacht. Wirklich? Nein. Waren Sie schon mal in dem Laden, der Cosmic Fairy heißt? Na klar, dort kaufe ich immer meine Perlenketten. War ja nur eine Frage. Sagt Ihnen diese Postkarte irgendetwas? Nein, sollte sie das? Wohl kaum. War ein Schuss ins Blaue. Wer ist Bruno? Wenn ich das wüsste. Können Sie mir irgendetwas über diesen Ausweis sagen? Kein sehr gutes Foto. Sieht Ihnen überhaupt nicht ähnlich. Bin ich auch nicht. Das dachte ich mir. Sie sind sicher so ein fotogener Schönling, stimmt's? Und nein, es sagt mir überhaupt nichts.
Ja, so. Dann haben wir jetzt erstmal mit allen Leuten hier geredet. Mehr Leute gibt's ja auch nicht. Also natürlich außer Bruno noch und den gilt es ja immer noch zu finden. Aber das würde ich sagen, machen wir erst in der nächsten Folge. Na, jetzt klaut er was. Bist du auch hier? Ich hab grad voll Bock auf einen Drink, ey. Lass mal einen heben. Opfer. Hey, bleib sogar stehen. Was geht, Alter? Was geht? Aufs Maul oder was? Affe. Komm ran auf den Meter. Na gut. Das war's dann erstmal für diese Folge und ich gucke erstmal nach, ob es Ibn Umara wirklich gibt. Und vielleicht ziehe ich mir mal eine Sendung von ihm rein. Mal gucken. Nicht Ibn? Dann lass uns mal einen trinken gehen. Ne? Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.